dass wir am Abend kurz ausgestiegen sind. Das heißt, die Kameraden rüsten sich bei Brandeinsätzen standardmäßig schon auf der Anfahrt mit Pressluftatmern auf. Also haben ihre eigene Art. Dann kann es auch schon los. So, die Kameraden zeigen jetzt hier in tiefster Gangart, wie man sich im Brandraum eigentlich bewegt. Der Kamerad öffnet jetzt die Tür. Ja, und dann geht es eigentlich schon immer ziemlich schnell. Also wenn der weiße Rauch kommt, dann wirken die Löschmaßnahmen, dann ist immer kurz vor Feuer aus. Das ist jetzt im Wesentlichen eben ein Rauch-Wasserdampf-Gemisch. Jetzt können die Kameraden reingehen und den Rest auch noch abwenden.